Komm schnell zu Wort. So, vielen Dank. Das ist ganz toll. Wir haben noch jede Menge Gelegenheit, laut zu sein. Wir sind noch ganz schön lange unterwegs. Wir machen hier jetzt eine kleine Zwischenkundgebung, ganz kurz. Ich will ein paar Worte sagen. Deshalb ist es ganz gut, wenn ihr mal kurz leise seid. Passt ihr bitte da hinten gut auf, dass ihr nicht zu dicht an der Straße steht, ja? Ihr könnt ruhig alle noch ein Stück reinkommen. Wir können ruhig ein bisschen kompakter stehen. Ist ja nicht mehr so gefährlich wie noch vor ein paar Wochen. Das hätten wir unmöglich machen können, ja, unmöglich. Wir haben immer gedacht, wir gehen mal vors Landratsamt und wir haben uns diese Fläche angeguckt und dann gesagt, naja, es ist nicht machbar, erst wenn wir vielleicht 10 Leute sind. Und jetzt können wir das machen mit, naja, ich würde sagen, wir sind keine 1000, aber wir sind schon einige. Wie viel? 250. 250, immerhin. Ja, gut, ich fange mal an. Also viele von euch kennen mich ja. Ich bin an der Universität Heidelberg Akademischer Rat seit einigen Jahren. Ich arbeite an der Unimedizin Mannheim, bin in Forschung und Lehre tätig, unterrichte unter anderem Immunologie. Ich forsche in der Immunologie und ich habe jetzt auch mein Schreiben bekommen und habe eine Frist bis nächste Woche Mittwoch, muss ich mich melden, beim Gesundheitsamt in Mannheim. Dann, ja, ich weiß nicht, was ich denen schreiben soll. Wahrscheinlich schreibe ich nichts, das muss jeder selber wissen. Man schwankt da so ein bisschen hin und her. Was ich aber jetzt angefangen habe diese Woche, ist tatsächlich mein Büro auszuräumen. Denn in meiner Position ist es so, es gibt halt Lehrpläne, es gibt Projekte. Ich bin jetzt gerade dabei, meine Projekte abzugeben an meine Kollegen, weil es halt sein kann. Also man kann halt sich auf mich nicht mehr verlassen. Das wurde mir auch mitgeteilt. Ich bin jetzt unzuverlässig, ich bin radikalisiert und ich lasse meine Kollegen im Stich. Genau, meine Kollegen, die lasse ich alleine, ich lasse die Studenten alleine. Andere Kollegen müssen jetzt für mich einspringen, müssen meine Lehrverpflichtungen übernehmen, weil ich ja nicht mehr zuverlässig bin. So ist die Situation. Ich bin, wie gesagt, Immunologe. Ich arbeite seit 20 Jahren in der Immunologie, in der Forschung und in der Lehre. Und ich muss sagen, ich verstehe die Regeln nicht. Ich verstehe nicht den Sinn der diskriminierenden Maßnahmen gegen ungeimpfte Mitarbeiter, noch verstehe ich den Sinn der bereichsbezogenen Impfpflicht. An meiner Universität fordere ich seit Monaten, mir eine sachliche und wissenschaftliche Begründung zu geben. Eine Begründung, warum die Diskriminierung ungeimpfter Mitarbeiter sinnvoll sein soll. Immer wieder habe ich Kollegen gefragt, Professoren, Verantwortliche der Klinikleitung und der medizinischen Fakultät und ich habe immer die gleichen Fragen gestellt. Zum Beispiel, wenn in der aktuellen Infektionswelle geimpfte und ungeimpfte Mitarbeiter das Virus übertragen können, welchen Sinn macht dann die Durchsetzung der bereichsbezogenen Impfpflicht? Wie wird durch die Einführung der bereichsbezogenen Impfpflicht die Patientensicherheit erhöht? Scheiß! Ich frage seit 6 Monaten bis zur Geschäftsleitung der medizinischen Fakultät. Es gibt mir keiner eine Antwort. Niemand antwortet mir. Niemand lässt sich auf eine Diskussion ein. Natürlich, weil auch die Verantwortlichen keine wissenschaftlichen Gründe für diese Regeln haben. Ich bekomme immer die gleichen Antworten und die sind: Wir diskutieren das nicht mit Ihnen. So schieben Sie die Verantwortung an die nächsthöhere Instanz. Am Ende an die Regierung oder das Bundesverfassungsgericht. Ich begegne einer Obrigkeitshörigkeit, die ich heute eigentlich nicht mehr erwartet hätte. Ohne nach dem Sinn zu fragen und ohne Rücksicht auf Menschlichkeit und Anstand
werden Anweisungen einfach befolgt. Von persönlicher Verantwortung will keiner etwas wissen. Die Verantwortung wird einfach weitergegeben an die Gesundheitsämter oder die Regierung. Und dabei scheint es niemanden zu stören, dass hier eine verfassungswidrige Diskriminierung etabliert wurde und dass ungeimpfte Mitarbeiter vor einem faktischen Berufsverbot stehen. Dabei ist es für jeden offensichtlich, dass die Diskriminierung von ungeimpften Mitarbeitern im Gesundheitswesen nicht dem Patientenschutz dient. Der Druck wird gesteigert, um alle auf Linie zu bringen. Die Leitungen der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen haben inzwischen die Mitarbeiter ohne Impf- oder genesenen Nachweis an die Gesundheitsämter gemeldet. Allein in Baden-Württemberg waren das fast 32.000 Menschen. Mutige Menschen, jawohl! 32.000 Menschen, die standhaft geblieben sind und kritisch. Jetzt liegt es in der Hand der Mitarbeiter der Gesundheitsämter, was mit jedem Einzelnen von ihnen passiert. Die Gesundheitsämter haben einen Ermessensspielraum. Was das konkret heißt, werden wir wohl alle in den nächsten Wochen erfahren. Einige Mitarbeiter werden möglicherweise sofort aussortiert, andere sind vielleicht weniger entbehrlich. Der Bedarf der Einrichtung mag im Einzelfall über das berufliche Schicksal von Menschen entscheiden. Menschen werden so zu Objekten degradiert, ihre Würde, ihre Rechte und ihre Freiheit werden ignoriert. Jetzt liegen die Daten der gemeldeten Menschen bei den Gesundheitsämtern. Die Gesundheitsämter verschicken Briefe, in denen bis zu 2.500 Euro Bußgeld und ein Betretungsverbot angedroht werden, wenn man nicht innerhalb weniger Wochen fristgerecht die geforderten Nachweise vorlegt. Wir haben uns entschlossen, uns heute mal direkt an die Mitarbeiter von Gesundheitsämtern zu wenden. Heute Abend stehen wir vor dem Gesundheitsamt der Stadt Heidelberg. Diese Mitarbeiter sollen jetzt entscheiden, was mit den Menschen passiert, die von ihren Arbeitgebern gemeldet worden sind. Wir wollen, dass Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst werden, bevor Sie sich zu Handlangern einer perfiden und gewissenlosen Politik machen. Daher haben wir einen Brief verfasst, den ich nun kurz vorlesen möchte und den wir hinterher hier im Gesundheitsamt einwerfen werden. Appell an die Mitarbeiter des Gesundheitsamts. Sehr geehrte Damen und Herren, die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Zahlen zeigen, dass sich die Inzidenzen in der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen zwei- und dreifach Geimpften nicht von denen ungeimpfter Personen unterscheiden. Es ist also offensichtlich, dass sich geimpfte und ungeimpfte Personen gleichermaßen mit den aktuellen SARS-CoV-2-Varianten anstecken und das Virus übertragen können. Wenn die verfügbaren Impfstoffe keinen Schutz vor Infektionen bieten, wie kann dann die Umsetzung der bereichsbezogenen Impfpflicht die Sicherheit vulnerabler Gruppen in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen erhöhen? Wenn aber durch die bereichsbezogene Impfpflicht die Sicherheit in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen nicht erhöht wird, ist sie weder zweckmäßig, noch notwendig, noch angemessen. Dann ist jede Ungleichbehandlung von geimpften und ungeimpften Menschen verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat im Februar 2022 anerkannt, dass die Impfung gegen SARS-CoV-2 in Einzelfällen zu schweren Nebenwirkungen und gar zum Tod führen kann. Die Umsetzung der bereichsbezogenen Impfpflicht bedeutet also, dass der Staat die potenzielle Schädigung und den möglichen Tod von Bürgern anordnet. Dieses Recht hat der Staat aber nicht. Richtig!
Ein Mensch ist und bleibt ein Wesen mit Würde und unveräußerlichen Rechten und darf niemals zum Objekt degradiert werden. Und auch deshalb ist das Gesetz zur bereichsbezogenen Impfpflicht verfassungswidrig. Ein verfassungswidriges Gesetz ist nicht wirksam. Niemand ist verpflichtet, ein verfassungswidriges Gesetz umzusetzen. Wer Druck auf Menschen ausübt, damit sie sich einer potenziell lebensbedrohlichen Behandlung unterziehen, trägt persönliche Verantwortung für die Konsequenzen. Jeder, der Gesetze und Verordnungen ausführt, die offensichtlich gegen unsere Grundrechte verstoßen, trägt Verantwortung für sein Handeln. Wir fordern Sie als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes deshalb auf, sich Ihrer Verantwortung bewusst zu sein. Es ist nicht Ihre Aufgabe, Menschen, die sich ihr Recht auf Würde und körperliche Unversehrtheit bewahrt haben, auszusortieren. Es ist nicht Ihre Aufgabe, Menschen, die unter schwierigsten Bedingungen geholfen haben, die Versorgung von Patienten und Pflegebedürftigen zu sichern, mit Bußgeldern und Betretungsverboten zu sanktionieren. Wir fordern Sie stattdessen auf, den Mut zu haben, diese Menschen vor einem Angriff auf ihre Grundrechte zu schützen. Lassen Sie nicht zu, dass Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeberufen zu Opfern einer sinnlosen Politik werden, indem ihnen ihre Rechte und ihre berufliche Zukunft genommen werden. Verhalten Sie sich menschlich und respektvoll gegenüber Menschen, die für ihre Freiheit und Selbstbestimmung einstehen und sich gegen ungerechtfertigte Zwangsmaßnahmen zur Wehr setzen. Haben Sie den Mut, sich einer verfassungswidrigen und sinnlosen Anordnung zu widersetzen. Mit freundlichen Grüßen. So, wir haben diesen Brief auch online gestellt auf der www.offguest.de. Und wir werden diesen Brief als E-Mail auch an alle Gesundheitsämter verschicken, die wir erreichen können. Genau. Wir wollten noch medienwirksam das einschweifen, richtig? Ja, genau. Also ich bin eine Betroffene schon. Ich bin Physiotherapeutin in einer niedergelassenen Praxis und ich habe jetzt vor 14 Tagen schon meinen Brief bekommen. Den werfe ich jetzt heute mit eurer Unterstützung ein. Gut. Und ich werfe meinen jetzt auch ein. Und was sagen wir? Impfpflicht? Nein, danke. Ich hab's gestört, ich bin halt raus.